So, abgeladen haben wir in der letztes Mal, da steht er aber ein bisschen schräg. Muss man gerade mal gucken, wo der Schalter ist. Dass wir hier die Bahn losschicken. Ja, einmal ums Gebäude rum. So, bye bye. Ja, genau, so wie das Lied sagt. Bye bye. Du. Gut. Gucken wir mal. 160.000, denke ich, bringt uns die ganze Sache. Ungefähr. Nein, Quatsch. Waren 70. Über 70.000 Soja. 4×7 sind 280.000, müsste uns das bringen. So ungefähr. Das wäre ein ordentlicher Batzen. Da könnten wir uns eigentlich gleich noch den größten Mähdrescher holen. Ja. Oder ein LKW. LKW mit Anhänger. Damit wir 70.000 auf einmal transportieren können. Na, wie hört sich das an? Ich glaube, das ist eher eine gute Idee. Heidewitzka. Hammergeil. Fetter Erlös. Habe ich jetzt nicht so damit gerechnet. Ich dachte, es ist ein bisschen weniger als 280. Aber gegen mehr habe ich auch nichts einzuwenden. Hier können wir auch reinfahren, dann müssen wir nicht durch den Kreisverkehr. Biegen wir hier mal unauffällig ab. Unser Hof ist ja aus allen Ecken zu erreichen. So. Sehr schön. Haben wir wieder was erledigt? Und jetzt ist, glaube ich, auch unser anderes Feld bereit, um gedüngt zu werden. Nee, Quatsch, das haben wir ja in der Nacht noch gemacht, oder? Muss ich gerade mal nachgucken. Ja, falsche Richtung gegangen. So, warte mal. Gedüngt. Wir fangen bei der 47 an, fahren wir zur 47 runter. Das nochmal düngen, bevor es voll die Erntereife erreicht. So. Ja, was machen wir denn jetzt mit 360.000? Was machen wir denn damit? Ne, warte, wir fahren mal hier lang. Hier ist ein Naturschutzgebiet. Aber da müssen wir, wenn wir am Wald entlang fahren, müssen wir direkt an unserem Feld rauskommen. Wahrscheinlich perfekt. Ganz schön schlammig hier. Ja, und ab durch den Matsch. Damit sich das Putzen von den Fahrzeugen auch richtig lohnt.
Oh nein, 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 nein. Oh, voll rein. So. Gut, da sind wir schon. Da sind wir schon angekommen an unserem Feld. Mal kurz hier drüber düngen. Durch das, dass wir die Wachsgeschwindigkeit verändert haben, dürften wir deutlich mehr Zeit haben, um unsere Felder zu bestellen und zu bearbeiten. Das brauchen wir aber auch. Also bei der Anzahl an Feldern, die wir jetzt schon haben, kommen wir sonst überhaupt nicht hinterher. Und mal ganz ehrlich gesagt, es ist ja auch unrealistisch, dass innerhalb von einem Tag das doofe Feld gewachsen ist. Das stößt mir auch ein bisschen ungut auf. Gefällt mir nicht so. Deshalb, wenn es ein bisschen länger dauert, ist ganz okay. Dann können wir auch andere Aufgaben mal erledigen. Welche weiß ich natürlich noch nicht, aber ich glaube, die finden sich trotzdem. Oder mal ein Tagfeldmission machen oder irgendwie so. Das wäre alles mal noch denkbar. Feldmission, um Kohle zu scheffeln. Ich meine, okay, wir haben jetzt 360.000. Aber, die sind auch schnell ausgegeben. Ihr kennt es. So. Gut, dieses Feld ist fertig. Dann fahren wir mal zu Feld Nummer 6. Da müssen wir nämlich, denke ich, auch noch mal düngen jetzt. Da ist es auch schon so wieder so weit. Dass sich das lohnt. Ich hoffe mal, dass ich da nochmal düngen kann. Kann auch sein, dass es noch blockiert ist. Ups. Ja, das funktioniert. Also, dann machen wir das Feld hier noch kurz. Bis gleich. So, die letzte Spur. Und es wird ganz schön eng. Wir haben nur noch 6% Ladung drin. Ich hoffe mal, das reicht. Ganz schön knapp hier. Aber ja. Hätte ich zu Beginn eigentlich nicht gedacht, als ich mir das Gerät angeschafft habe. Aber es hat ja gereicht. Wenn auch knapp. Aber Glück gehabt.
Feld ist gedüngt. Dann können wir gleich wieder den Dünger auffüllen. Und dann gucken wir mal, ob unser Lieblingsfeld auch schon so weit ist, dass wir es düngen können. Ey, die FPS-Einbrüche, die sind hier übelst. Ist eigentlich ein bisschen schade für die Map. Ja, es ruckelt so übel. Fast die Einfahrt verpasst. Gut, auch wieder voll. Dann gucken wir gleich mal nach unserem Lieblingsfeld. Aber ich glaube, das ist noch nicht so weit. Da ist doch gar niemand, da kann sie drüber fahren. Wird noch nichts gehen. Nein. So, aber ist ja gut. Den lassen wir hier jetzt mal stehen. Und dann krallen wir uns im Flug. Machen eine kleine Reise. Wir haben nämlich noch drei Felder, glaube ich, die uns gehören. Die wir bis dato noch gar nicht gesehen haben. Wir werden uns auf jeden Fall mal jetzt noch zwei anschauen. Muss ich aber gerade mal schauen, wo die sind. Die 17 haben wir, die 19, die 30 haben wir noch. Da fahren wir erstmal rechts. Rechts, links und dann die erste wieder rechts. Ah, so. Ja, so ist ein Wort. Das benutze ich hier leider, glaube ich, viel zu oft. Ich merke das immer wieder, wenn ich meine, wenn ich die Aufnahmen schneide. Aber was willst du machen? Irgendein Wort hat jeder, das er unglaublich oft benutzt. Okay, hier ist auch die Biogasanlage. Da müssen wir schon rechts abbiegen. Mal gucken, wie groß das andere Feld ist. Ich habe es noch nicht gesehen. Vielleicht ist da auch eine Ernte drauf. Ich habe keine Ahnung. Dann wird das mit dem Flug sowieso nichts. Mal über die Straße hinweg. Vorfahrt gewähren, ja. Dran denken. Auch hier ein Naturschutzgebiet. Das will ich mir gerade mal hier angucken. Forstbetrieb frei, Naturschutzgebiet. Finde ich saugeil. Was die hier alles eingebaut haben. Hier, Feld 30. Nee, ist leer. Aufklappen, sagt man den Flug erstmal. Und dann geht's los. Zum Glück haben wir den großen Flug noch gekauft. Auch wenn wir dafür natürlich ein paar tausend in Sand gesetzt haben. Das ist viel besser.
Und wie immer, bis gleich. So, das sage ich schon wieder. So, wir sind in der letzten Reihe von diesem Feld. Hat eine ganze Weile gedauert. Ich glaube fast eine halbe Stunde. Ja, aber eigentlich ist das Feld ein cooles. Ein gutes. Ja, geht ja nur geradeaus. Eine rechteckige Form. Vielleicht werden wir irgendwann wieder die Helfer benutzen, dann ist es auch ein ganz gutes. Von dem her werden wir hier auf jeden Fall richtig anpflanzen. Und nicht nur Gras. So, jetzt checke ich gerade nochmal die Ränder. Aber hier sieht alles soweit gut aus. Hier könnte eventuell noch was sein. Ja, da ist ein Fleckchen. Mittendrin war sogar ein Fleckchen Gras. Vielleicht an die Motto Feld 30. Hat einen kleinen Bug drin. Sozusagen. Boah, voll durch den Schlamm. Da müsst ihr mal nochmal ran an das Feld 30. Da ist mittendrin ein Stückchen Gras. Ich habe das jetzt einfach mit der Funktion Feld erstellen reguliert. Aber ja, mag ja nicht jedem so gefallen. Auf jeden Fall ist dieses Feld soweit fertig. Das freut mich ungemein. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir noch kurz zum anderen Feld fahren. Ja, da können wir hier gerade auf der Straße bleiben, geradeaus vorne drüber. Gucken wir uns das noch an, was wir da tun müssen. Ob das auch gepflügt werden muss, weiß ich gar nicht. Deshalb fahren wir da einfach mal kurz vorbei. Ist ja gleich um die Ecke. Ja, sehr überschaubar dieses Feld. Aber das werden wir uns erst in der nächsten Folge machen. Ja, Straße kann ich blockieren, ist ja bloß ein Feldweg. Und ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Die nächsten Folgen werde ich natürlich auch aufnehmen. Aber jetzt ist heute erstmal hier Pause, ein bisschen kürzer wie sonst. Aber ist ja auch nicht ganz so wild, denke ich mir. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Und schaut auch bei den anderen Videos vorbei. Bis dahin. Ciao.